Thank you.
offnem Lobgesang ging Jesus über Kidrons Bach zum Ölberg, da er dann zu seinen Jüngern sprach: Ihr werdet all in dieser Nacht euch an mir ärgern, euch an mir ärgern. Ich hab mich gar verlassen. Thank you.
Fing an so stark zu klagen.
der Schweiß in ungezählten Tropfen aus allen Adern drang. Bis er zuletzt bis auf den Tod gequält, voll Angst zermartert, halb entseelt, gar mit dem Tode rang.
den gestirnten Pinnen, in diesem Jammer ihm zu dienen und stärket ihn. Drauf ging er, wo die Schar der müden Jünger war, und fand sie insgesamt in sanfter Ruhe. Drum rief er ihnen ängstlich zu: Erwacht doch, erwacht doch! Wer ruft da? Erwacht doch! Eine große Schar mit Schwertern und mit Spangen. Dazu schlag tot, schlag tot, dazu schlag tot. Dazu schlag tot, dazu schlag tot. Ich muss nicht lebendig vor. Lebendig, lebendig, dazu schlag tot. Oder glaubst du nicht, dass ich sofort
von meinem Vater in der Höhe der Engel Hilfe könnt erhalten. Allein, es will die Schrift, dass es also geschehe. Ihr kommt mit Schwertern und mit Stangen, als einen Mörder mich zu fangen. War ihr doch, wie ich euch gelehrt, im Tempel täglich angehört, und keiner hat sich je gelüsten lassen, mich anzufassen. Allein, es muss nun mir geschehen, was die Propheten längst Hier ist Petrus, hier ist Petrus.
zwar zum Palast Kaiphas, wo selbst der Priesterrat versammelt saß, mehr hingerissen als geführet. Und Petrus, bald von Grimm und bald von Furcht gerührt, folgt ihm von Ferne nach. Indessen war der Rat doch nur umsonst beflissen, durch falsche Zeugen ihn zu fangen, der halben Kaiphas also zu Jesu sprach. Geschehen, und darf ich es ja dir nicht hier erst sagen. Du kannst nur dies, so mich gehöret, fragen. Wohl, Ketzer, will du mich unterstehen, zum hohen Priesters Wort zu sprechen? Wart, dieser Schlag soll meinen Frevel rächen. Indeed.
kam ein Maat, die gleich, sobald sie ihn erblickte, sagt: Ein kalter Schauer schmeckt wie Sehnsucht.
ich verzweifelt untergehen? Nein, mein beklemmtes Herz, mein schüchternes Gemüte, soll meine Jesu Wunder Güte und Gnad anflehen. Thank you.
hart man ihn verklagte, doch nichts zu allem sagte. Da vor ihm Kaiphas mit diesen Worten kam: Weil man nichts aus dir bringen kann und du nur auf die Aussage aller Zeugen antwortest mit verstocktem Schweigen, beschwör ich dich bei Gott, uns zu gestehen, ob du seist Christus, Gottes Sohn. Ich bitt's, von nun an werdet ihr zur rechten Hand der Kraft und auf der Wolken Thron mich kommen. Drauf rief der ganze Rat zugleich: Er hat den Tod, 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 er hat den Tod verdient, er hat den Tod verdient.
abscheulichem Geschrei ward nach Pilatus hingerissen. Hat dies mein Blut mein Wissen? Für wen, oh Gott, für wen? Für wessen Sünde lässt er sich nehmen? Für welche Fehler? Thank you.
Wirklich.
von den Gefangenen auf das Fest, ihr einen pflegte loszuzählen. Bemühte sich aufs Best, dass sie von ihm und Barabbas, der wegen eines Mords gefangen saß, doch möchten Jesum wählen. Allein der Haufe rief mit grässlichem Geschrei: Nein, Jesum nicht! Thank you.
ein Popor an und krönten ihn zu desto größerem Hohn mit einer Dornenkron.
drauf beugten sie aus Spott vor ihm die Knie und fingen lachend an zu schreien. Die
genug Verspottung, Qual und Schmach angetan. Riss man ihm ab den Popo, den trug, und zog ihm drauf sein eigene Kleider an. Und endlich führten sie ihn, dass sie ihn kreuzigten, zur Schädelstätte hin. Thank you.
Sobald er nun gekreuzigt war, da losete die Schar der Kriegesknecht um sein Gewand. Und über seinem Haupte stand der Judenkönig angeschrieben. Und die vorübergingen, die lästerten und trieben die Gespött mit ihm, wie auch die bei ihm hingen. Pfui! Seht ihr auf den König! 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 Pfui! Danach
Schwamm mit Essig angefüllt nahm und streckt ihn auf ein Rohr und hielt ihm den zu trinken vor. Hierauf rief Jesus laut mit aller Macht: Es ist vollbracht. Oh, shit.
Die Welt in schwarze Finsternis, in Duft und Nebel schier zusammen. O weh, der Abgrund kracht, er speiet Dampf und Glut, die Wolken schüttern Blitz, die Luft gewirret Flammen, der Fels zerreißt, es bersten Berg und Stein. Wollt Jesus tot, mir am wohl Ursach sein? Ach ja, ach ja, ich kann aus allen Wunderwerken lesen, der Sterbende sei Gottes Sohn gewesen. Awesome.
Zeit. Ja, ja, es klopft, es klopft, es bricht mein Herz, ein Sterben reißt meine Seele aus dem Verderben. Ja, ja, es klopft, es bricht mein Herz, sein Sterben, sein Sterben reißt meine Seele aus dem Verderben.